zusammen. Hello together. Mein Name ist Daniel, für die, die mich noch nicht kennen. My name is Daniel, for those who don't know me already. Ich bin der Standortleiter vom ICF Remstal. I'm the leader of the ICF Remstal. Und ich freue mich heute Nachmittag riesig, bei euch zu sein. And I'm so happy to be with you tonight. Wir reden heute zusammen über Leute, die uns so richtig verrückt machen manchmal. Today we are talking about people who drive us crazy sometimes. Wisst ihr, welche Leute das bei mir sind? With me or for me? Das sind Leute, die wie eine unsichtbare Brille aufhaben. These are people who look like this. They have not visual glasses. Und die sehen durch diese Brille nur die negativen Dinge. And through those glasses, they only see the negative things. Da kommen Kollegen von mir morgens in die Arbeit und die sehen, oh, es gibt so viel Arbeit. My colleagues in the morning come and they see, oh, there's such a big mass of work to do. Anstatt zu sehen, wie schön, ich darf arbeiten. Instead of saying, wonderful, I have work. Oder kennt ihr die Leute, die im Straßenverkehr bei der kleinsten Kleinigkeit hupen? Do you know people who beep in the traffic for nothing? Sie haben so viel Stress, keine Zeit. They are so stressed, they don't have time. Sie freuen sich nicht mal über das schöne Auto, das sie fahren. They are not happy about the beautiful car they're driving. Und deswegen, ich nehme jetzt diese Brille wieder ab, weil ich kann es nicht leiden. I can't stand it. Also wir wollen heute über Menschen sprechen, we want to talk about people, die in Opfermentalitäten verstrickt sind. They are in a mentality of victim. Und wir wollen uns den Umgang mit ihnen anschauen. And we want to look at them and ask ourselves how to deal with them. Und es soll auch um unsere Identität gehen. And it's also about our own identity. Und wie das alles mit dem Thema zusammenspielt. And we want to look how this is connected to our topic of today. Zu Beginn, wenn wir über Opfer sprechen, möchte ich von mir reden. When we're talking about victims, I want to talk about me. Ich erzähle euch eine Story aus meiner Geschichte. This is a part of my story, my life story. Als ich 4,5 Jahre alt war, haben sich meine Eltern getrennt. When I was in the age of 4.5 years, my parents separated. Sie haben dadurch die Familie auseinandergerissen. They tore the family apart. Und ich bin zu Boden gefallen. And I fell down to the floor. Und meine Welt ist zerbrochen. And my world broke down. Und ich habe das Vertrauen in meine Eltern verloren. And I lost my trust in my parents. Und genauso habe ich das Vertrauen in alle anderen Menschen verloren. And I also lost the trust in any person. Ich war ein Kind. I was a child. Und ich hatte so eine enge Perspektive, so eine enge Sichtweise. And I had a narrow perspective. Und mit dieser Sichtweise habe ich zwei Entscheidungen getroffen. And with this perspective I made two decisions. Die erste war, ich bin schuld an dieser Scheidung. The first decision was, I am the one who is in charge for this divorce. Und die zweite ist, ich kann niemand mehr vertrauen, denn sonst werde ich wieder so verletzt. And the second, I cannot trust anybody anymore because I don't want to be hurt again. Das heißt, ich war ein Opfer meiner Entscheidungen. I was a victim of my decision. Das hat sich in mein Leben dann reingezogen, dass ich niemand mehr vertraut habe. And so I didn't trust anybody anymore. Und das hat dann dazu geführt, dass ich wenig Freunde hatte. And the result was I had only few friends. Und ich möchte euch jetzt noch in die Geschichte von einer Frau mit reinnehmen, die mich sehr bewegt hat. I want to take you in a story of a lady that moved my heart. Wie vielleicht manche von euch wissen, ich arbeite bei der Polizei noch. As some of you know, I'm working as a part-time policeman. Und ich hatte eine Begegnung vor ein paar Monaten mit einer jungen Frau. And I had a meeting, well, with a young lady. I met a young lady. Sie war angetrunken und hatte eine Flasche Wodka geklaut. She was drunk and had stolen a bottle of vodka. Und ich war im Gespräch mit ihr. And I talked to her. Und plötzlich fing sie an zu weinen. And all of a sudden she started crying. Ich muss dazu sagen, sie hatte zu diesem Zeitpunkt über 2 Promille. She had more than 2 Promille at that time. Und als sie dann weinte und ihr Kopf nach unten senkte, and as she bowed her head and cried, da sah ich das erste Mal, dass sie schwanger war. I recognized for the first time that she was pregnant. Und dann habe ich mir überlegt, warum ist es so weit gekommen im Leben von dieser Frau? And I thought,
How could it come to that point in the life of this woman? Diese Frau war an einem Punkt, wo unsere Gesellschaft sagt, sie ist ein Opfer. She was at the point where we say she's a victim. Auch das Kind, das sie in sich trug, hat schon die perfekte Ausgangslage gehabt, ein Opfer zu werden. And the child in her body had the wonderful basics to become a victim too. Und diese Frau und dieses Kind, ich glaube, sie stehen für sehr, sehr viele Menschen hier in Stuttgart. And this woman and her baby stand for a lot of people here in Stuttgart. Und ich habe mich dann gefragt, wie fängt so eine traurige Geschichte an? And I asked myself, how does such a sad story start? Und meistens beginnt so eine Geschichte mit einer Verletzung, wenn du ein Kind bist, oder einer Lüge, die dir jemand sagt. And most times it starts with a lie or with a hurt when you're a child. Somebody's telling you. Diese Lüge and the lie bekommt Raum und wir denken darüber nach. Grows and we think of it, about it. Und vielleicht war es bei dieser Frau so, and maybe with this woman, dass ihre Eltern ihr gesagt haben, du bist schwach und du kriegst dein Leben nicht auf die Reihe. Their parents told her, you are weak and you won't get anything in your life. Und sie hat immer wieder darüber nachgedacht. And she thought about it. Und es wurde eine innere Überzeugung. And it became a inner conviction. Und eines Tages war diese innere Überzeugung so stark angewachsen, and this inner conviction grew and grew, dass es zu einer Handlung kam. And it came to an action. Das erste Mal hat die Frau zum Alkohol gegriffen, als eine Herausforderung auf sie zukam. The first time she took alcohol when she was challenged. Sie ist in einem sozialen Umfeld, diese Frau. Her social surrounding. Menschen kriegen das mit, dass sie Alkohol trinkt, um ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. People see that she drinks and so that because she wants to get along with her life. Und dann gibt es Menschen, die unbarmherzig reagieren und die sagen, guck mal, du bist schwach und du kriegst dein Leben nicht geregelt. And there are people who say, who are not merciful and they say, you're weak and you don't get anything. And the word for this is condemnation. Condemnation, thank you. They condemn her. Und durch diese Verurteilung oder durch dieses unbarmherzige Verhalten and by condemning her, bestätigen sie die Lüge, die ganz am Anfang stand. They confirm the lie that's in the beginning. Sie glaubt, sie ist schwach und sie kriegt ihr Leben nicht auf die Reihe. She believes that she is weak and she doesn't get anything, she doesn't come get any along with her life. Und das ist ein Teufelskreis, der sich von selbst immer wieder bestätigt. And this is such a vicious cycle that is going around and around. Und deshalb bitte ich euch und bitte ich uns als Church, dass wir mit Opfern barmherzig sind. And I ask you as a church that be merciful to people who are victims. Schauen wir uns an, was in Matthäus 23:23 steht. Let's look into the Bible and there is written in Matthew 23:23. Woe to those teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. You give a tithe of your spices, mint, dill and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Jesus war Barmherzigkeit so, so wichtig. For Jesus, mercy was very, very important. Und die Menschen, die um ihn herum waren, sie spürten diese Barmherzigkeit. And people surrounding him, they felt his mercy. Jesus verurteilte die Menschen nicht. Jesus didn't condemn people. Wenn ein Mensch an einem bestimmten Punkt kam, wo er eine Handlung tat, die für andere schlecht war, verabscheuenswert war. If people acted in a bad manner, dann hat Jesus sie erstmal so stehen lassen und so angenommen, wie sie zu diesem Zeitpunkt waren. Jesus didn't condemn them and he just took them as they were. Und in dieser Atmosphäre von Barmherzigkeit and in this atmosphere of mercy,
konnten sich die Menschen überlegen, ob sie so weitermachen wollen oder nicht. People could think about if they would like to live again, further their style or if they want to change. Das heißt, Barmherzigkeit war der Schlüssel, um aus dem Teufelskreis auszutreten. The key to get out of this vicious cycle was mercy. Wenn wir Menschen annehmen, so wie sie sind, if we take people like they are or as they are, dann sind wir barmherzig und in diesem Moment kann Jesus in ihr Leben reinkommen und kann alles neu machen. Then we are merciful and Jesus can come in their life and can renew everything. Das heißt, wenn jemand zu uns in die Church kommt, der zum Beispiel geschieden ist, that means if somebody comes to our church that is divorced, dann sagen wir nicht, guck mal, du bist geschieden, das darfst du nicht. We don't say, oh, you're divorced, you may not be divorced. Sondern wir nehmen die Person und gehen mit ihr einen Prozess. Wir nehmen sie so an, wie sie ist. But we take this person and let her be like she is or her is. Oder wenn jemand reinkommt, der sehr uncoole Kleidung trägt. If there's somebody who is not dressed well, dann ist das kein Grund, die Person irgendwie fertig zu machen oder sich darüber lustig zu machen. This is not a reason to judge the person or make fun of her. Sondern dann ist es Zeit, dass wir diese Person anschauen, gucken, wo sie steht, but it's time to look at this person, mit ihr einen Weg zu gehen and to find the point where she is or her is and go away with her. Und wenn du es aufs Herz bekommst, dann kannst du ja der Person Geld geben, dann kann sie sich was Schönes zu anziehen kaufen. And if you have it on your heart, you can give some money to him or her, so she can be dressed well. Okay, wenn wir Barmherzigkeit in unserer Church kultivieren, dann verändern wir die Welt zum Guten. He who creates mercy changes the world to the good. Okay. Lasst uns schauen, wie wir mit Menschen also umgehen in unserem Umfeld, die in Opfermentalitäten drin sind. Let's look at how we could deal with people who are in a mentally a victim. Jeder Mensch von uns hier drin wurde schon mal in seinem Leben verletzt. Each person here has been hurted. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wie wir in Liebe darauf eingehen können, auf diese Verletzungen. And we want to look now how we can in with a loving heart deal with this person. Wir wollen aber auch schauen, wie wir Grenzen setzen können. We will also see how we can set borders. Lasst uns verschiedene Opfertypen anschauen. We want to look at different types of victims und schauen, wie Menschen mit Verletzungen umgehen. And look how people deal with their hurts. Es gibt zum Beispiel die echten Opfer. There are the real victims. Das sind Menschen, die können nichts dafür, dass sie in eine ernste Lage gekommen sind. They have been put into that situation. It's not their fault. Zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall, der hat jemand die Vorfahrt genommen. For example, in a traffic in an accident, somebody took your right of way. Thank you. Yeah. Und dann kommst That's du. That's merciful. Und dann bist du auf einmal ein Unfallopfer. And you're a victim of the accident. Es gibt auch die passiven Opfer. And they're the passive victims. Das sind Menschen, die wurden ebenfalls verletzt. That's people who've been hurt. Aber sie ziehen sich zurück mit ihrer Verletzung, but they get inside with their hurt, um aber dennoch eine Rolle zu spielen bzw. Aufmerksamkeit zu bekommen. They play a role and they want to be acknowledged. Da weinen sie auf einmal los. They cry all of a sudden and nobody knows why. Und alle denken, oh, die Arme. And everybody thinks, oh, that poor. Aber das ist auch eine Art von Manipulation. That's a kind of manipulation. Dann gibt es die aktiven Opfer. They're the active victims. Das sind Menschen, die wurden ebenfalls verletzt. These are people who have been hurt. Nur sie gehen mit der Verletzung so um, dass sie wieder andere verletzen. But they hurt others. Das sind eher so die Gorilla-Typen. That's the gorilla type. Sie sind nach außen laut und stark. They are loud and strong outside. Und sie mobben andere, um sie wegzubekommen. And they are mobbing other people to get away from them.
ist auch eine Art, wie man mit Verletzungen umgehen kann. That's another way you can handle your hurts. Dann gibt's die Drama Queens. And there are the Drama Queens. Das sind Menschen, die machen aus einer Mücke einen Elefant. Oh, these are people who make a fly to an elephant. Du bist mit ihnen im Gespräch, ganz normal, you gewöhnlich. Talk to them. Und auf einmal, da geht's los, du hast ein falsches Wort gesagt. And all of a sudden there was one wrong word. Und sie drehen total durch. And they go crazy. Du kannst gar nichts dafür. And you're not fault. It's not your fault. Da steckt auch wieder eine Wunde dahinter und durch diese Wunde tun sie auf einmal so hochgehen. And they have been hurt at that point and so because of that they go crazy. Ja. Yeah. Und es gibt die Vielschwätzer. And there are the bubblers. Das sind Menschen, die reden unglaublich viel und die holen auch keine Luft zwischendurch. They are talking without breathing. Die fangen an, die erzählen dir, sie waren gestern einkaufen. They tell you I was shopping yesterday. Und die waren an der Schlange an der Kasse, wo es am längsten gedauert hat. And they were at the lane who had to wait the longest. Außerdem war ihr Lieblingsjoghurt ausverkauft. And their yogurt was sold. Und außerdem, alles wird teurer. And everything's getting more expensive. Mama und Papa haben ihnen nicht gezeigt, wie man mit Geld umgeht. Mama and Daddy didn't show them how to deal with the money. Und sowieso, als wir noch die D-Mark hatten, da war alles viel günstiger und besser. And when we had the mark, it was much better everything. Das sind Menschen, die sehen das Negative und die erzählen dir das ohne Punkt und Komma. Those people only see the negative and they tell it all the time. Und es gibt die Vampire. Oh, and there are the vampires. Sie holen von dir all die Liebe, all die Freude, all die Kraft. They suck the love, the power and joy. The joy, thank you. Und wenn sie fertig sind mit dir, dann schmeißen sie dich einfach weg. And if you're sucked out, then they throw you away. So, das sind jetzt mal verschiedene Arten, wie wir mit Verletzungen umgehen können. There are different types we can deal with the hurts. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit solchen Menschen um, die über unsere Grenzen gehen wollen? And the question is, how do we deal with such people who get too close to us? Ich hatte einen Freund, der hatte eine schwierige Vergangenheit. I had a friend who had a bad past. Und er hat von mir alle Liebe und alle Freude immer genommen. And he took all joy and all love of me from me. Und er hat nie genug gehabt, weil er einfach als Kind auch immer schon zu wenig bekommen hatte. And he couldn't get enough because he had not enough love and joy in his childhood. Und ich habe ihm das immer gegeben ohne Grenzen. And I gave it to him without borders. Ich habe das selber erlebt, wie das ist, in gewisser Hinsicht zu wenig zu bekommen. I experienced by myself to get not enough. Und ich habe dann das überkompensiert bei mir, also ich wollte sozusagen I overcompensated, I wanted to so to say. Und dann wollte ich ein Vater für ihn sein. I wanted to be a father for him. Und das war eine völlige Überforderung für mich. And this was too much for me. Es gab also diese Action oder diese Verletzung in meinem Leben. There were the lie or the hurt in my life. Okay, ich nehme ein neues Blatt an dieser Stelle. Taking a new sheet at that point. Und diese Aktion war sozusagen das Leid von meinem Freund. And this action was so to say the pain of my friend. Und meine Reaktion war, dass ich ihm immer versucht habe, alles zu geben. And my reaction was that I always tried to give him everything. Ich bin da genauso am Lernen wie ihr. I'm learning as you do. Und ich weiß nicht, was bei dir vielleicht dieser Punkt ist. I don't know what's the point with you. Ist vielleicht so, wenn jemand von dir Geld ausleihen möchte, dass du einfach als Reaktion ihm immer das Geld gibst. Maybe it's if somebody asks you for money, you always give it. Oder in deiner Familie wird der Urlaub geplant und jeder sagt, wohin er will.
or in your family you plan your vacation and everybody says who he or she wants to go to. Und wer immer seinen Wunsch zurückzieht, das bist du. And you are the one who always steps back. Oder dein Mann ist immer unterwegs mit Hobbys, mit Church, mit Arbeit. Or your husband is always out of house with a hobby, friends or church or work. Und du bist immer bei den Kindern zu Hause. And you are always at home with the kids. Und guckst, dass jeder das machen kann, was er will. And you're looking that everybody can do what he wants to. Oder Leute fragen dich nach einem Gefallen und du sagst einfach immer ja. Or people asking you for a favor and you always say yes. Es ist so, wie wenn die Leute auf dich zukommen und bei dir Knöpfe drücken. It is like people pushing a button at you. Und du denkst, and du musst das jetzt tun. You need to do it. You must do it. Kennst du das, so diese Hilflosigkeit? Do you know this helpless feeling? Da kommt jemand und möchte was von dir. Somebody asks you for something. Und du hast auf einmal Schuldgefühle, schlechte Emotionen. And you feel guilty, you have bad emotions. Und dann denkst du, oh Mann, der steuert mich, der hat ja Macht über mich. He's leading me, he has power about me, over me. Oder du tust Dinge, die du eigentlich gar nicht tun willst. Or you do things you don't wanna do. Weil du so erzogen bist. Because you've been raised like this. Oder weil du denkst, du bist ja ein Christ, du bist gläubig, du musst das tun. Or maybe you think, I'm a Christian, I have to do that. Oder du denkst, ich will mir keine schlechten Emotionen oder ich will niemanden enttäuschen. I don't want to disappoint somebody. Und manchmal ist es eigentlich so, als wäre kurz nach deiner Geburt, and sometimes it's like short after your birth, wäre diese Fernbedienung rausgekommen. Came out this remote. Und wenn jemand auf den Knopf drückt, bitte gib mir Geld, and if somebody pushes the button, please give me money, dann gibst du ihm Geld. You give him money. Und wenn jemand auf den Knopf drückt, bitte hör dir stundenlang mein Gejammer an, and if somebody pushes the button, please listen to my problems for 4 hours, dann hörst du das stundenlang zu, obwohl du gar nicht kannst und willst. You listen to that for hours, but you don't want to do that. Doch wisst ihr, was die Wahrheit ist? But the truth is, diese Fernbedienung gibt es gar nicht. This remote isn't exist. Du bist der Autor deines Lebens. You are the author of your life. Du entscheidest, was du tun willst und was du nicht tun willst. You decide what you want to do or what you don't want to do. Lasst uns in das Leben von Jesus schauen und ihn als Vorbild nehmen. Let's look into the life of Jesus and learn at his role model. Wir lesen in Matthäus 9, 36. In Matthew 9:36 it's written, when he, Jesus, saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Tiefes Mitgefühl heißt hier, aus der Tiefe des Darmes heraus, oder aus dem Innersten des Darmes heraus. Compassion in Greek means here, out of the inner intestines. Jesus hatte das tiefste Mitgefühl für seine Mitmenschen, das man sich überhaupt vorstellen kann. So Jesus had the deepest emotions to his people around him. Jesus hatte seinen Fokus komplett auf die Menschen um sich herum gerichtet. Jesus focused the people around him. Er war eigentlich das perfekte Opfer. Actually he was the perfect victim. Er hatte die Macht, alle zu heilen. He had the power to heal everybody. Und jetzt hätte er ja als Reaktion einfach jeden heilen können. Es gab eine Not und der hätte er einfach immer begegnen können. There was a need and Jesus could have reacted like doing and like healing everybody who asked him. Doch der Punkt ist, Jesus hat sich nicht von der Not der Menschen leiten lassen. But Jesus wasn't led by the need of the people. Jesus hat etwas ganz Entscheidendes getan. Jesus did something real important. Er hatte eine Zeit dazwischen der Reflexion. He always had a time of reflection before he reacted. Zeit in der Stille mit seinem Gott. He was in silent and talked to his God. Das sehen wir an einer Bibelstelle. We see this in the scripture. Markus 1, 35 bis 37. Mark 1. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him. They exclaimed,
Everyone is looking for you. Ihr seht, Jesus ging früh schon raus, um zu beten. You see, Jesus got out very early in the morning to pray. Er wusste, he knew, dass diese Zeit mit seinem Gott, this time with my God, ist der Schlüssel für seinen Dienst. It's the key for his mission. Und ich sage euch, warum das auch der Schlüssel für unser Leben ist. And I tell you why this is the key for our life also. Wenn wir Zeit mit unserem Gott haben, if we have times with our God, dann sagt er uns, wer wir sind. He tells us who we are. Wir müssen nicht auf irgendwelche Lügen hören. We don't need to listen to any lies. Und in dieser Zeit, da bekommen wir Mut und Weisheit, auch richtige Grenzen zu setzen. And in this time we get courage and wisdom to set the right borders. Nur wer weiß, wer er wirklich ist, kann auch Grenzen setzen. Only who knows who he is can set borders. Nur wer wirklich weiß, wer er ist, kann Menschen dienen und Enttäuschungen dabei erleben. Only who knows who he really is can serve, even having been disappointed. Und nur wer weiß, wer er ist, kann seinen Auftrag ausführen. And only who knows who he is can fulfill his mission. Ich bin auch überzeugt, wenn wir diese Phase mit Gott haben, I'm convinced that if we have these phases with God, passieren größere Dinge. Bigger things will happen. Es ist nicht so, dass etwas passiert und wir müssen gleich handeln. It's not that something is happening and we have to react right away. Und jetzt schauen wir mal, wo sowas passiert ist, dass diese Phase dann tatsächlich dazu geführt hat, dass etwas Größeres passiert ist. And now let's look to a scripture where we can see that after the time of reflection has happened bigger things. Apostelgeschichte 3:3. In Acts it's written. Ihr kennt die Geschichte von Petrus, Johannes und dem Gelähmten. You know the story of Peter, John and the layman. Und da lesen wir. And we read. When he saw Peter, the layman, when he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked at him and said, "Silver and gold I do not have, but what I have I will give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankle became strong. Was wollte der Gelähmte eigentlich? What did this layman want? Er wollte Geld. He wanted money. Aber war das auch das, was er gebraucht hat? Was it what he really needed? Was er gebraucht hat, war ein Wunder. What he really needed was a miracle. Dass er geheilt werden konnte. That he could be healed. Und Petrus ist an dieser Stelle and Peter, in this part of the story, mit Gott in Kontakt getreten. Was in contact to God. Er hat gesehen, der Gelähmte will Geld. He saw the layman wants money. Und dann hat er Gott gefragt, Herr, was braucht diese Person wirklich? But then he asked God, what does this man really need? Und am Ende hat Jesus ihm gezeigt, er will den Gelähmten heilen. And in the end Jesus showed him that he wanted to be healed. Also manchmal brauchen Menschen andere Dinge wie das, was sie uns sagen. Sometimes people need different things that they are asking us for. Und wir dürfen wieder lernen, das Gebet, Herr, was braucht diese Person wirklich? And we may learn the prayer, Lord, what does this person really need? Und gerade jetzt, als wenn wir als Church fasten, ist diese Zeit so stark. When we're fasting as a church, this time of reflection is very strong. Gott hat große Dinge vor. God wants bigger things. Manchmal helfen wir auch anderen Menschen, indem wir ihnen nicht helfen. Sometimes we help people without helping. Ich möchte euch da eine Geschichte von mir erzählen. I want to tell you a story of myself. Vor 5 Jahren, da war ich mit meiner Frau Nadine verlobt. 5 years ago, Nadine and I were engaged. Und wie ich vorher erzählt habe, ich habe Scheiße erlebt. And as I talked before, shit happened in my life. Und das war ziemlich schwer auf meinen Schultern. And that was a real heavy burden on my shoulders.
Und meine Verlobte Nadine hat es mitgetragen. And my Nadine, my engaged, she had to carry that burden with me. Und an einem Tag sagte sie, jetzt trage ich das nicht mehr mit. But there came one day and she said to me, I won't carry that burden with you anymore. Sie konnte es nicht mehr und sie wollte es nicht mehr. She couldn't bear it anymore and she didn't want to. Das kann man verstehen, weil das war wirklich zu schwer. You can understand it because it was really too heavy. Und an dem Punkt, da ist mir auch selber die Last zu schwer geworden und ich bin zusammengebrochen. And at that point the burden came too heavy to me also and I broke down. Um dann wieder zu erfahren, wie der verlorene Sohn, dass ich einen Vater im Himmel habe. And then as the lost son I recognized I have a father in heaven. Und dann bin ich zu diesem Vater im Himmel gegangen. And I ran to the Father in heaven. Und er hat mich in seine Arme genommen. And he took me in his arms. Und er hat mich geheilt. And he healed me. Und er macht mich ganz neu. And he renewed me. Und es geht immer weiter. And that's going on. Und das ist wundervoll. And that's wonderful. Und an dem Punkt, da hat Nadine mir geholfen, indem sie mir nicht mehr geholfen hat. At this point, Nadine helped me by not helping me anymore. Ich habe jetzt von mir erzählt, was ich teilweise an Lügen geglaubt habe. I told my story, what I believed on lies in my life. Und du weißt jetzt am besten, wo du vielleicht falsche Vorstellungen hast. And you know what is your lie in your life. Und ich will nochmal sagen, lasst uns mit Menschen, die was Falsches geglaubt haben, mal barmherzig sein. And I ask you again to be merciful to people who condemn themselves or believe in lies. Wenn wir barmherzig sind, dann hat Jesus die Möglichkeit, alles neu zu machen. When we show mercy to people, Jesus has the chance to renew people's lives. Wenn du dich jetzt fragst, wie komme ich von dieser Lüge wieder los? If you're asking yourself, how can I get rid of this lie of my life? Dann steht in Römer 12:2. Then there's written in Romans 12:2. Don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what is the good, well-pleasing and perfect will of God. Du weißt am besten, an was du jetzt gerade erinnert wirst, was eine Lüge ist in deinem Leben. And God is reminding you to your life right now. To life lie right now. Sorry. Doch über unserem Leben, da steht die Wahrheit von Gott. But there's the truth of God above our life. In 1. Johannes 4:16 steht zum Beispiel so eine Wahrheit. There's a truth written in the Bible in 1. John. We know and have believed the love that God has for us. God is love. And he who remains in love remains in God, and God remains in him. Und eine noch in Psalm 55:23. And there's another one in the Psalms 55, verse 23. Cast your burden on Yahweh, and he will sustain in you. He will never allow the righteous to be moved. Lasst uns zusammen beten. Let's pray together. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Jesus, thank you that you're here. Danke, dass du all die Lügen jetzt siehst. Thank you that you see all the lies. All die Verletzungen. All the hurts. Und ich bitte dich, komm mit deiner heilenden Kraft. And I ask you to come with your healing power. Und mach du unsere Herzen neu. And renew our hearts. Jesus, wir wollen Menschen sein, die dir dienen. Jesus, we want to be people that serve you. Hilf uns immer wieder in diese Zeit der Reflexion zu gehen. Help us to be in the time of reflection with you. Hilf uns, dass wir immer wieder in diese Ruhe vor dir kommen. Help us to find the silence in your presence. Und hilf uns, dass wir hier Menschen werden, die barmherzig sind mit anderen. And help us to become people who are merciful with others. Danke für deine Liebe und für deine Kraft, Jesus. Thank you for your love and your power, Jesus. Amen. Amen.